Gott allein genügt, ist ein Satz, der immer wieder zu hören und zu lesen ist. Auch auf so manchen Webseiten von unseren Karmelklöstern inzwischen. Wenn man dem Internet, den Suchergebnissen im Internet Vertrauen schenken kann, dann ist dieses Wort Gott allein genügt im deutschen Sprachraum also das Wort aus der Geschichte der christlichen Spiritualität mit dem höchsten Bekanntheitsgrad. Noch vor dem ja nun wirklich bekannten Wort Gott in allen Dingen suchen, diese ignatianische Leitformel. Aber während letztere Gott in allen Dingen finden oder suchen, allgemein Zustimmung findet, löst das Gott allein genügt bei manch einem nachdenklichen Zeitgenossen doch Unbehagen aus. Erika Lorenz zum Beispiel, die Hamburger Hispanistin und Theresa-Kennerin, hat schon 1982 beklagt, dass man aus dem, ich zitiere, verführerisch schön klingenden Gott allein genügt nur allzu leicht eine heilsegoistische Bedeutung heraushören könne und auch herausgehört habe. Auch unsere beiden Herausgeber der neuen deutschen Theresa-Gesamtausgabe bemerken an der entsprechenden Stelle, dass es sich bei diesem Wort um eine zwar populäre, aber missverständliche Übersetzung handelt. Sie kann suggerieren, so merken sie an, dass der Mensch außer Gott nichts bräuchte. In der Tat, der Aussagesinn dieser Formel ist nicht eindeutig. Unser Sprachempfinden lässt unterschiedliche Deutungen zu. Schon je nachdem, wie man die einzelnen Wörter betont, also Gott allein genügt oder Gott allein genügt oder Gott allein genügt, kann man jeweils aus dem kleinen, den kleinen Satz so oder so verstehen. Im Sinne einer zutiefst biblischen Theozentrik, Gott allein genügt. Ja, aber auch in einem eher dualistischen Sinne. Man kann nämlich heraushören, alles andere als Gott habe den Menschen nicht zu interessieren. Ja, um in Ganzhingabe an Gott leben zu können, müsse der Christ zumindest innerlich die Welt verlassen und dürfe nichts und niemandem im Herzen Raum geben, außer Gott. Gott allein also müsse ihm genügen. Ein geradezu klassisches Missverständnis im Frömmigkeitsleben, für das auch natürlich man in kontemplativem Orden anfällig sein kann. Aber es ist klar, eine solche Zuflucht zu Gott wäre nichts anderes als Flucht vor Gottes Welt und vor Gottes Menschen, letztlich eine Missachtung des Schöpfers dieser Welt. Auffassungen dieser Art entsprechen selbstverständlich weder dem Denken noch dem Lebensbeispiel Theresas. Sie widersprechen auch jeder authentisch christlichen Mystik überhaupt, letztlich dem Lebensbeispiel Jesu selbst. Schauen wir also mal genauer hin. Als Teresa von Avila gestorben war, fand man in ihrem Brevier, so wird es seit alters her überliefert, einen Zettel mit einem neunzeiligen Gedicht. Die Verse in ihrer Handschrift, die sie auf ihrem Zettel da haben, das ist übrigens kein Original, kein Autograph, sondern eine spätere Nachbildung. Der Zettel selbst ist nicht erhalten. Also da fand man einen Zettel mit einem neunzeiligen Gedicht, das eben heute als das Nada de Torbe bekannt ist. Und die letzte Zeile darin lautet Solo Dios Basta. Diese letzte Zeile ist das Original, hinter dem Gott allein genügt. Wie ist es nun zu dieser doch etwas missverständlichen, irgendwie doch unglücklichen Übersetzung eigentlich gekommen? Und wie und seit wann ist sie so populär geworden? Noch dazu isoliert vom Gesamttext, als isoliertes Leitwort. Ich habe mal versucht,
dieser Frage nachzugehen. Das sollte so mein persönliches Geburtstagsgeschenk für Teresa von Avila sein. Ich habe viel da versucht zu recherchieren. Natürlich ist mir von Anfang an klar gewesen, man kann diese Fragen heute nicht mehr letztgültig beantworten. Aber ich habe doch ein paar interessante Spuren gefunden. Wer sich für das Ergebnis meiner Recherchen diesbezüglich näher interessiert, der kann das nachlesen in dem kleinen Büchlein, das auch da am Schriftenstand zu haben ist. Gott allein genügt nicht, Gott nur ist genug. Bruder Linus vom Vier Türme Verlag in Münster-Schwarzach, der auch hier unter uns ist, der hat es ermöglicht, dass das noch pünktlich zum Theresa-Geburtstag erscheinen konnte. Kurz zusammengefasst, und damit ich nicht überziehe, die Zeit wirklich ganz kurz zusammengefasst, also wenn es um die Frage geht, wo kommt diese Übersetzung eigentlich her? Nun, das meiste, was ich jetzt sage, war für mich auch tatsächlich neu und erstaunlich. Die Formulierung Gott allein genügt taucht erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf. Interessant ist aber, dass das Gedicht selbst auch erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts dann allmählich bekannt wird. Und dahinter steht wieder interessanterweise, dass auch die spanische Editionsgeschichte dieser Verse eigentlich erst im 19. Jahrhundert beginnt. In den offiziellen spanischen Gesamtausgaben ist dieses Gedicht erstmalig bei der ersten kritischen Ausgabe von Pater Silverio Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt erst mit enthalten. Interessant ist, das erste Mal, soweit ich sehen konnte, taucht dieses Gedicht in einer deutschen Übertragung 1851 auf in einer Gesamtausgabe von einem gewissen Ludwig Klarus. Der war nicht Karmelit, auch nicht Theologe, sondern Jurist und Regierungsbeamter von Hause aus in Erfurt, interessanterweise, dort, wo wir studiert haben, ein Jahrhundert später. Darin ist das also erstmals enthalten und interessant ist, da lautet der Schlussvers nicht, Gott allein genügt, sondern Gott nur gibt Genüge. Gott nur gibt Genüge. Eine meiner Ansicht nach gute Wiedergabe. Fast zeitgleich, ein Jahr später, taucht dieses Gedicht wieder auf in einem kleinen Büchlein mit dem Titel Geistlicher Blumenstrauß aus christlichen Dichtergärten. Und zwar in der zweiten Auflage. Es hat fast drei Jahrzehnte vorher schon mal eine Auflage davon gegeben, in der zweiten Auflage 1852. Da sind auch zwei Gedichte von Theresa enthalten und darunter auch das Nada de Torbe. Autor, Übersetzer und Zusammensteller dieser geistlichen Gedichte ist ein gewisser Melchior von Diepenbrock, einst Sekretär des Regensburger Bischofs Johann Michael Seiler. Und zu der Zeit, als er diese zweite Ausgabe veröffentlichte mit dem Nada de Torbe, da war er Fürstbischof von Breslau und bereits Kardinal. Ich stamme aus Görlitz, so dem Rest von Breslau. Macht mich stolz. Also, das war jedenfalls für mich eine Überraschung, dass das also da herkommt. Interessant wieder, auch nicht aus dem Karmel. Und der letzte Vers heißt auch da nicht Gott allein genügt, sondern Gott nur genüget. Gott nur genüget. Und interessant ist, wieder kurz zusammengefasst, dass diese Übersetzung, Sie haben sie mit auf dem kleinen Faltblättchen hier, dass diese Übersetzung, vielleicht ist Ihnen das schon aufgefallen, praktisch genau so, bis auf ein paar sprachliche Angleichungen, also genügt statt genüget, vergeht statt vergehet und so weiter. Genau die Fassung ist, die wir dann in der Kösel-Ausgabe wiederfinden, von 1933 und fortlaufende dann.
Wir verdanken also das Nada de Torbe in der Ausgabe, die in so vielen Auflagen noch bis in unsere Zeit hinein wirken sollte und erst durch die Neuausgabe jetzt abgelöst wurde, die Köselausgabe. Wir verdanken da das Nada de Torbe also dem Bischof von Breslau. Im Schrifttum des deutschsprachigen Karmel taucht das Gedicht dann erst so um 1910 auf, aber auch noch vor der ersten kritischen spanischen Gesamtausgabe und in der Fassung von Melchior von Diepenbrock. Dieses kleine Büchlein, dieser geistliche Blumenstrauß, der muss also irgendwie doch eine Wirkung gehabt haben. So. Aber interessanterweise mit einer Veränderung. Jedenfalls als Nachweis fand ich in einem Artikel von 1910 in unserer damaligen Ordenszeitschrift Scapulia diesen Text und mit einer kleinen Veränderung, das heißt nicht mehr am Schluss, Gott nur genügt, sondern Gott allein genügt. Der Artikel stammt von einem Karmeliten aus Linz. Wäre ich Detektiv, würde ich sagen, da haben wir den mutmaßlichen Täter. Jedenfalls in dieser unglücklich veränderten Version ist das Gedicht dann in den Klöstern des Ordens im deutschsprachigen Raum bekannt geworden. In den entsprechenden Schriften und so findet man es entsprechend auch kommentiert. Leider tatsächlich doch immer wieder, müssen wir halt ehrlich so zugeben als Karmeliten auch, immer wieder in dieser doch unglücklichen, mit so einer dualistischen Tendenz missverstanden. Interessant ist, dass Edith Stein, dass Gott allein genügt, ein einziges Mal und da nur wie ganz nebenbei in ihrem gesamten Schrifttum erwähnt. Auch in den Schriften ihrer so bedeutenden Zeitgenossen wie Gertrud von Lafour oder Reinhold Schneider oder selbst des großen Theologen der karmelitanischen Mystik dieser Zeit, des Benediktiners Alois Mager, da finden sich diese Worte nirgends. Erich Schiwara, der geistliche Freund und Begleiter von Edith Stein, Jesuit, der hat in seinem Bändchen Hymnen des Karmel von 1932 das Gedicht auch selbst neu übersetzt und hat ganz bewusst die letzte Zeile durch eine kleine Wortumstellung wieder gerade gerückt. Er schreibt nicht Gott allein genügt, sondern allein Gott genügt. Damit ist es stimmig wieder. Und wie gesagt, interessant auch, dass dann der Übersetzer der Köselausgabe, der Regensburger Karmelit Pater Aloysius Alkover, dann wieder zu der ursprünglichen Formulierung, die letztlich von Melchior von Diepenbrock herkommt, zurückgekehrt ist. Gott nur genügt, nicht Gott allein genügt, Gott nur genügt. Erika Lorenz, die schon genannte, war der Auffassung, dass diese Übersetzung des Schlussverses dem Solo Dios Basta am besten entspricht. Sie erläuterte, dass Solo Dios ist eindeutig adverbial und nicht wie allein auch adjektivisch zu verstehen. Aber dass Gott allein genügt, hielt sich hartnäckig, auch nach dem Erscheinen der Köselausgabe, trotz ihrer hohen Auflagenzahl. Heute ist dieses Wort, wie gesagt, überall verbreitet, Gott allein genügt. Bis in die Pfarrgemeinden hinein, in dieser Formulierung stand es auch im alten Gotteslob. Aber wir sollten uns nichts vormachen, denke ich, für viele Christen ist es in dieser Formulierung, dieses Wort, nicht nur missverständlich, es klingt in ihren Ohren in der Regel einfach nur fromm und sagt ihnen gar nichts. Und wenn doch einmal jemand drüber nachdenkt, dann stößt es eher auf innere Ablehnung, als dass es Halt und Trost geben würde. Bestenfalls gesteht man so besonders fromm zu, dass sie da irgendwie was mit anfangen können halt. Den Hauptanteil daran, dass das Solo Dios Basta in dieser unglücklichen Formulierung so populär geworden ist, haben sicherlich die liturgischen Bücher. So heißt es im Tagesgebet am jährlichen Gedenktag Theresas seit der Liturgiereform.
durchdringe uns mit der Gewissheit, dass du allein genügst. In der lateinischen Originalfassung des Missale Romanum, und zwar vor dem Konzil wie nach dem Konzil, kommt dieser Satz aber gar nicht vor. Er ist im Deutschen eingeschoben worden. Aufgrund dieser Bekanntheit, klar, so ergibt eins das andere. Genug, wie gesagt, ein paar Spuren nur auf der Suche nach der Herkunft des unglücklich übersetzten Gott allein genügt. Man kann, wenn man dem so ein bisschen näher nachgeht, mir ist es so gegangen, viel lernen über die Übersetzungsgeschichte der Werke Theresas und überhaupt über die Rezeptionsgeschichte Theresas hier im deutschen Sprachraum auch. Die paar Spuren können uns jedenfalls helfen, denke ich, bewusster nach dem ja ursprünglich gemeinten Wortsinn dieses letzten Satzes des Nada de Torbe zu fragen. Wie hat Theresa dieses Wort eigentlich verstanden? Und wie sollten wir es dann möglichst heute dann weiter sagen, uns selbst ins Herz sagen und entsprechend weitersagen? Bevor ich da versuchen möchte, ein paar Anregungen zu geben, noch kurz etwas zur Frage nach der Autorschaft des Nada de Torbe. Bis in die 70er Jahre hinein noch war eigentlich immer klar, Theresa ist die Autorin dieser Verse, dieses Nada de Torbe. Viele von Ihnen, gerade auch im Karmel, werden sicherlich wissen, inzwischen sind einige Kenner der spanischen Mystik der Auffassung, es sei wahrscheinlicher, dass diese Verse von Johannes vom Kreuz stammen. Vor allem der spanische Karmelit José Vicente Rodríguez setzt sich heute für diese Auffassung ein. Andere spanische Mitbrüder, Tomás Álvarez, ein Theresa-Spezialist, aber auch Eulogio Pacho, der Johannes vom Kreuz-Spezialist schlechthin, kann man bald sagen, beide sind dagegen nach wie vor der Auffassung, die Autorin ist Theresa. Und da werden Argumente für das eine, für das andere ausgetauscht. Man kann sicherlich sagen, inhaltlich entspricht es beiden, Theresa wie Johannes vom Kreuz, auch bis in die Wortwahl hinein. Am ehesten vielleicht ist es das Argument, dass der poetisch sehr hohe, kunstvolle Stil doch eher an den großen Poeten Johannes vom Kreuz denken lasse. Aber auch da gibt es Argumente ganz sicherlich dagegen. Fakt ist jedenfalls, von wem es auch sei, für Theresa spielte dieser Zettel eine große Rolle. Ich gebe zu, ich habe mir selber ist der Gedanke, dass dieser Text von Johannes vom Kreuz ist auch sehr, sehr sympathisch. Ich habe es auch immer wieder schon so gesagt und da und dort auch geschrieben. Aber ich will mir, nachdem ich das so weiß, wie die Experten da hin und her diskutieren, wage ich mir kein Urteil. Ja. Eins ist klar, Theresa hat mit diesem Zettel, mit diesem Gedicht gelebt. Ob es nur von ihr ist oder von Johannes vom Kreuz oder vielleicht von einem Dritten. Wir wissen es nicht. Es steht keine Unterschrift drunter. Jedenfalls haben wir das Original nicht, in dem Sinn, mit einer Unterschrift. Fakt, Theresa hat mit diesem Text gelebt. Linda Maria Koldau, eine Utrechter Kulturgeschichtlerin, die gerade jetzt zum diesem Jubiläumsjahr eine sehr gute Theresa-Biografie für meine Begriffe herausgebracht hat, die schreibt, selbst wenn das Gedicht von Johannes vom Kreuz stammen sollte, ich zitiere, Theresa liebte dieses Gedicht, das in schlichten Worten ihre gesamte Gotteserfahrung zusammenfasst. Ich glaube, das zumindest darf man auf jeden Fall sagen. Also, fragen wir nun, was wäre denn nun die korrekte oder die zumindest weniger missverständliche Übersetzung des Solo Dios Basta? Erst einmal als Deutscher da herangegangen, muss ich erst mal sagen, alle textkritischen spanischen Werkausgaben gehen davon aus, in denen heute Selbstverständlichkeit, auch das Nada de Torbe überliefert wird, die gehen davon aus, dass das Wort solo adverbial gemeint ist. Sie überliefern es mit Akzent auf dem ersten O, also als Kurzform von solamente, nicht als adjektivisches Solo ohne Akzent.
Das Solo ist also in der Bedeutung von nur, lediglich, bloß oder auch erst wiederzugeben. Dann liegt die Betonung, auch im Deutschen wie im spanischen Original, eindeutig auf Gott. Man muss schon ziemlich schräg um die Ecke dann hören, um das misszuverstehen. Also Übersetzungen wie Gott nur genügt oder nur Gott genügt oder Gott erst genügt. Da ist die angesprochene biblische, auf biblischer Grundlage stehende Theozentrik, dass es im Letzten um Gott geht, immer, ne, klar, denke ich, zum Ausdruck gebracht. Da ist dieses dualistische, die Welt um Gottes Willen verlassen, eigentlich nicht mehr drin. Dann kommt herüber gewissermaßen als Botschaft alles andere als Gott. Alles, was weniger als Gott ist, genügt eben dem Menschen nicht. Und ich denke, dieser Aussagesinn entspricht dem Denken und der Lebenserfahrung Theresas ganz und gar. Es wird eben damit nicht gesagt, alles andere als Gott sei wertlos oder der Mensch brauche es nicht oder dürfe es nicht brauchen. Die Schöpfung, der Mitmensch, unsere Liebe zueinander, unsere Freude aneinander, all das, so ist der Vers dann zu verstehen, bekommt erst von Gott her Tiefe und Sinn. Du kannst alles haben, aber hast du Gott noch nicht gefunden, so sagt da ein Mensch, dann bist du ein armer Mann, auf Deutsch gesagt. Das möchtest du sonst alles haben, aber erst durch Gott, erst durch ihn bekommt alles Sinn. Nicht ist alles wertlos. Theologisch betrachtet steht dahinter die von Augustinus angestoßene und dann vor allem durch Thomas von Aquin weiterentwickelte Lehre, dass der Mensch ein Desiderium naturale in sich habe. Also gemeint ist ein in seiner Wesensnatur angelegtes Sehnen nach immer Größerem, immer mehr. Ein Sehnen, das letztlich nur Gott stillen kann. In der Vollendung des Lebens in Gottes Ewigkeit, aber auch im Leben jetzt, letztlich nur Gott stillen kann. Aber das bedeutet nicht, so stellten dann später Karl Rahner und andere klar, dass jedem Menschen das auch bewusst sei. Nur der von Gott berührte Mensch weiß, mit den Bekenntnissen des Augustinus gesprochen, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Gott. Nur dieser von Gott berührte Mensch weiß, ohne Gott ist alles nichts. Zu bedenken ist daher, dass es sich dabei um eine Aussage handelt, die auf einer Erfahrung beruht. Gott nur genügt oder Gott erst genügt, kann nur ein Mensch sagen, der eine sehr existenzielle, persönliche Beziehung zu Gott gefunden hat, die ihn trägt und die ihn reich macht. Rückblickend, im Vergleich mit seinem bisherigen Lebensinhalt, kann er dann erkennen, jetzt erst habe ich gefunden, was mich wirklich erfüllt. Und in der Vollendung meines Lebens bei Gott wird dieses Erfülltsein seine tiefste, endgültige Erfüllung finden. Wer dagegen diese Erfahrung des Berührtseins von Gott nicht kennt, und ich wage zu sagen, nicht kennt, wie die meisten Menschen bei uns in Deutschland und gewiss auch wie die meisten Kirchenmitglieder rund um den Erdkreis, dem muss ein solcher Ausspruch als nicht nachvollziehbar erscheinen, ja als frömmelndes Geschwätz vorkommen. Dessen sollten wir uns bewusst sein. Als Aufforderung, als aszetischer oder gar missionarischer Imperativ ist das Solo Deus Basta nicht zu gebrauchen. Fazit: Übersetzungen wie Gott nur genügt, nur Gott genügt, Gott erst genügt, sind dem missverständlichen Gott allein genügt, unbedingt vorzuziehen. Und dennoch, auch bei diesen Formulierungen sind nicht alle Missverständnisse ausgeschlossen. Es besteht auch dabei noch die Gefahr, dass man, wie Erika Lorenz damals zu bedenken gab, aus diesem Vers eine heilsegoistische Bedeutung heraushören kann. Und dieses heilsegoistische Missverständnis, in der Sprache der spirituellen Theologie
nennen wir es auch das hedonistische oder mystizistische Missverständnis. Das ist genauso fatal wie das dualistische. Und Anlass dazu gibt meines Erachtens in der deutschen Übersetzung das deutsche Wort genügen. Gott nur genügt. Das kann im deutschen Sprachempfinden so verstanden werden, als ginge es im religiösen Leben um die Frage, was mir genügt, was mir, dem Menschen, Genüge ist, worin ich meine Erfüllung finden kann. Aber in Gott suchen, was mir genügt, würde der christlichen Mystik gerade nicht entsprechen. Und auch nicht dem Lebensbeispiel Theresas oder ihres geistlichen Gefährten Johannes vom Kreuz. Erfüllung und Selbstfindung sind eine Frucht der Beziehung zu Gott, nicht ihr Grund und ihr Zweck. Denn das hieße, Gott zu instrumentalisieren. Mein sogenanntes geistliches Leben bliebe dann egozentriert. Ich würde mit den Mitteln religiösen Lebens, mit Gebet, Meditation oder was es auch immer sei, lediglich die eigene Begehrlichkeit pflegen. Johannes vom Kreuz vor allem hat darüber sehr Erhellendes gesagt. Aus der biblischen Theozentrik des Glaubenslebens würde so eine Anthropozentrik werden und eine subjektiv gesehen religiöse Egozentrik. Gott wird dann, so warnte schon Erich Pschivara, im Blick auf diese verbreitete Formel Gott allein genügt, ich zitiere, zur gnädigen Alleinerfüllung des Menschen gemacht. Gott würde dann folgerichtig zu einer Form des Menschen degradiert, was Friedrich Nietzsche mit Recht aufs Korn genommen habe. Also auch die Übersetzung Gott nur oder Gott erst genügt, ist, meine ich, nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Schauen wir einmal näher hin. Das spanische Basta, das ist klar, die dritte Person Singular, eines Tätigkeitswortes, Bastar im Spanischen. Es hat den Wortsinn, er sie es genügt, ist genug, reicht aus. Die Übersetzung Gott nur genügt oder Gott erst genügt ist also durchaus korrekt. Doch warum ist diese Wiedergabe dann dennoch für ein heilsegoistisches Missverständnis anfällig? Ist es vielleicht das Solo Dios Basta selbst, also das spanische Original, nicht erst die deutsche Übersetzung, das zu diesem Missverständnis führen kann? Ja. Und zwar dann, wenn diese drei Wörter der letzten Zeile aus ihrem Zusammenhang herausgenommen werden, aus dem Nada de Torba als Ganzem herausgerissen werden, dass der Schlussvers zu einem eigenständigen Leitwort gemacht wurde, ist meines Erachtens nicht unproblematisch. Erst in dieser isolierten Gestalt, zumal im Deutschen dann, ist es dieses Wort, dieser Vers zur Quelle von Missverständnissen geworden und hat, wie wir sahen, Auffassungen und Frömmigkeitshaltungen bestärkt oder auch zu solchen animiert, die der christlichen Spiritualität entgegenstehen und ihr ganz und gar nicht förderlich sind. Für Theresa war das Solo Dios Basta Teil des gesamten Gedichts. Auch der Kopie des Brevierzettels nach bildet es interessanterweise nicht den Schlusssatz, sondern den Schlussvers eigentlich eines einzigen neunzeiligen Satzes. Und in diesem Kontext muss der letzte Vers auch interpretiert und verstanden werden. Machen wir also einmal die Probe und lesen wir das Nada de Torba einmal so, wie es Theresa gelesen hat. Und ich denke, da zeigt sich am besten, dass das Solo Dios Basta dann nicht mehr missverstanden werden kann. Weder in die dualistische noch in die hedonistisch-mystizistische Richtung. Sie können also das auf dem Faltblättchen entsprechend mitverfolgen. Nichts dich ängstige, nichts dich verstöre. So beginnt, ganz wortwörtlich übersetzt, der eine bis zum Schlussvers eigentlich durchgehende Satz.
Wenn Teresa auf ihren Brevierzettel schaute, dann sprach sie diese Worte in das Castillo de su Alma, wie Thomas Alvarez kommentiert, in die Burg ihrer Seele hinein. Teresa, que nada te turbe. Das ist so wie in den Psalmen 42 und 43 zum Beispiel. Meine Seele, warum bist du betrübt und bist so unruhig in mir? Er spricht derjenige seine eigene Seele an, praktisch. Es handelt sich bei diesem Nada de Tobe nicht um ein Gebet, das müsste dann an Gott gerichtet sein. Es handelt sich auch nicht um einen Betrachtungstext über irgendein bestimmtes Thema. Hier spricht ein Mensch zu sich selbst in seine Seele hinein. Das ist nicht nur was Formales, eine formale darauf aufmerksam machen, sondern letztlich zu der Überzeugung bin ich selber dann immer mehr gekommen, versteht man, was in diesem Text oder ahnt man, was in diesem Text für Kraft und für Aussage drin steht, nicht dadurch, dass man alle möglichen Bücher studiert und alle möglichen Übersetzungen vergleicht. Irgendwann muss man es anfangen, es auch so zu machen wie Teresa. Dafür das jetzt als Anregung. Fakt, der Mensch, der sich also so, wie auch Teresa, so in die eigene Seele hinein anspricht, der steckt in Turbulenzen, nada te turbe. Ne? Da ist was Erschreckendes, Beängstigendes, Verstörendes in ihm und um ihn rum, das macht ihm zu schaffen. Wenn wir an das Leben Teresa denken, da fallen uns viele Dinge ein. Die hatte wirklich Grund, ihrer Seele so zuzusprechen. Und wenn wir selber beten, nur dann muss man sich halt das vergegenwärtigen, wo man gerade drin steckt, in einem selbst und um mich rum, in der Gesellschaft, in der Kirche, überall. Das jedenfalls, das ist die Ausgangssituation dieses gesamten Gedichts, dieses einen Satzes, das dann in den genannten Schlussvers mündet. Das ist der Sitz im Leben dieser ganzen folgenden Aussagen. Und dann heißt weiter, todo se pasa, meist übersetzt mit alles geht vorüber oder alles vergeht. Thomas Alvarez kommentiert, dass dieses todo se pasa mit diesem todo se pasa im Spanischen auch das griechische Philosophenwort Panterei wiedergegeben wird, also das wir im Deutschen übersetzen mit alles fließt, alles ist vergänglich. Doch wenn man das jetzt, auch dieses Wort, nicht isoliert, sondern im Ganzen jetzt so mitspricht, sich selbst zuspricht und innerlich mit hineinhorcht, was da ausgedrückt wird, dann wird an dieser Stelle nicht gesagt, dass alles Vergängliche seiner Vergänglichkeit wegen gering zu achten sei, ja Gottes wegen zu verlassen sei, überhaupt schlecht sei, alles ist vergänglich. Von einer solchen dualistischen, gar abwertenden Weltsicht ist hier nicht die Rede. Vielmehr sagt sich hier der Mensch, der in einer Not steckt, dass diese seine Notsituation vergänglich ist. Darum geht es. Es könnte ein Billardtrost sein. Es wird schon alles vorbeigehen. Wir müssen wieder weiterlesen, dann merken wir, es ist kein billiger Trost. Es geht dann weiter. Dios no se muda. Meist übersetzt mit Gott bleibt derselbe oder Gott ändert sich nicht. Jedenfalls sich daran zu erinnern, dass Gott da ist, der Seele zuzusprechen, die Seele, diese innere, verstörte, ängstliche, angstvolle, erschreckte Seele, darauf aufmerksam zu machen, Gott ist da, trotz aller Not und in aller Not. Das ist der Trost, das ist das, was Halt geben kann. Mehr noch, das habe ich nun bei Professor Delgado gelernt, wir waren vorher auch im Kontakt da über diese Stelle, dieses No se muda, das heißt im Spanischen eigentlich, Gott zieht nicht um, der zieht nicht aus. Mudanza ist im Spanischen heute noch der Umzug und Mudanza sind die Umzugsfirmen. So. Also Gott wechselt die Wohnung nicht. Das ist eigentlich gemeint. Also er bleibt in mir wohnen. Der Gedanke, dass er in mir Wohnung nimmt,
Wir haben es heute Morgen nochmal gehört von der inneren Burg her und so weiter. Das ist ja sehr zentral auch bei Therese. Gott zieht aus meiner Wohnung, in der seinen Platz hat, nicht aus. Der ist da. Für Therese, das müssen wir uns immer klar machen. Und an dieser Stelle ist das wieder so notwendig, ist Gott, der Gott Jesu. Er ist der absolut bedingungslos und, wie es Papst Benedikt formuliert hatte, der vorleistungsfrei liebende Gott. Und in dieser seiner Haltung uns Menschen gegenüber, da ändert er sich nicht. Da bleibt er sich treu in seiner Einstellung zu uns Menschen und er bleibt seinem Heilswillen für uns treu. Er bleibt mir treu. Er zieht aus meiner Seele nicht aus, auch in der schlimmsten Not. Das gilt es sich bewusst zu machen. Und ich denke, das ist eine wichtige Botschaft, gerade auch an dieser Stelle für uns heute. Denn der Gott Jesu, noch einmal, das ist der Gott, der uns Menschen liebt, wie wir es heute theologisch gern formulieren, vor jeder Leistung und trotz aller Schuld. Und das kann auch heute in einer Kirche, in der das, wie wir heute sagen, ambivalente Gottesbild in der Glaubensverkündigung fast flächendeckend noch immer überall allgegenwärtig ist, nicht genug betont werden. Wir verkünden, wir müssen im Sinne der Demut, von der Therese immer wieder ausgeht, ganz ehrlich halt sagen, wir verkünden in der Kirche weiten einen Gott, der nicht der Gott Jesu ist. Die Vorstellung, dass Gott einerseits der Liebende, andererseits aber der Strafende ist, je nach Leistung oder Fehlleistung des Menschen. Ja, der Gott, ein Gott ist, der uns Menschen buchstäblich verlassen könnte, der liegt Therese wie auch Johannes vom Kreuz absolut fern. Und wenn wir sie als Lehrer der Kirche ansehen, dann ist das gerade ein entscheidender Punkt, wo wir uns klar machen müssen, da haben sie uns was zu sagen. Nur weil Gott ein solcher Gott der Liebe ist, kann er für Therese, wie sie immer wieder betont, der Freund sein, obwohl er doch der Herr ist. Natürlich wird er nicht der Kumpel, geht gar nicht. Ja, er kann nur so der, wie Johannes vom Kreuz immer wieder sagt, der Geliebte sein und wie er ihn in seinen Poesien besingt. Also der Vers, am besten vielleicht so wiederzugeben, Gott wird dir nicht untreu. Und sich das in die Seele zu sprechen, ja, das kann einem wirklich Halt geben, das kann einem was mit einem machen. Und dann heißt es weiter, la paciencia, todo lo alcanza. Geduld erreicht alles, erlangt alles. Das bringt es nicht richtig rüber, denke ich. Wenn man so innerlich mitgeht, merkt man, hier geht es nicht um diesen billigen Trost, warte nur ab, irgendwann wird schon alles wieder. Und erst recht nicht, warte nur ab und irgendwann bete nur fleißig, dann wird dich der liebe Gott da hören und dann und so weiter. Das ist nicht das Denken der Therese, auch nicht des Johannes vom Kreuz. Was hier gemeint ist, das entspricht mehr auch wieder im Psalm Worten wie meine Seele, harre auf Gott. Ihm werde ich noch danken, meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. Hinharren zu Gott, davon ist hier die Rede. Nicht ausharren, schicksalsergeben vielleicht sogar oder auf irgendwie Hilfe hoffend. Hinharren zu Gott selbst, mitten in der Not, auch wenn sie andauert, und wenn sie eben nicht vorübergeht. Gott selbst ist das Todo, das alles, um das es hier geht. Und dann heißt es, wer Gott hat, dem fehlt nichts. So meist die Übersetzung. Oder hier sogar, wer Gott besitzt. Da sträubt sich es natürlich sowieso. Ich kann nicht Gott haben, erst recht nicht ihn besitzen. Nun, von welcher Erfahrung ist hier die Rede? Ist hier nicht doch gemeint, wenn einer Gott gefunden hat, dann braucht er nichts anderes, dann fehlt ihm nichts mehr, dann braucht er also nichts mehr. Dann sollte er auch alles andere aufgeben. Noch einmal, Theresas Erfahrung wäre das nicht. Sie hätte sich solche Worte in diesem Sinne verstanden, niemals ehrlichen Herzens in die Seele sprechen können. Sie brauchte sehr wohl mehr als nur Gott.
Was wäre sie gewesen, hätte sie nichts und niemanden gehabt als Gott allein? Denken Sie nur mal so, was wäre sie gewesen ohne die Schwestern, mit denen sie auszog, um ihr erstes Kloster zu gründen? Ohne Schwester Anna de St. Bartholomä, ihre Reisegefährtin und Vertraute in allem, oder ohne Pater Gratian, mit dem sie eine sehr tiefe Freundschaft verband, oder ohne Johannes vom Kreuz, von dem sie sagte, er ist der Vater meiner Seele, und über den sie von Avila aus den Schwestern im weit entfernten Beas schreibt: Sie werden nicht glauben, wie einsam mich sein Fehlen macht. Gott allein hat Teresa nicht genügt. Ihr lag eine solche dualistische Glaubenssicht fern. Ich will ehrlich so das persönlich auch sagen. Sie werden es wahrscheinlich, wenn Sie es reflektieren, ähnlich mitvollziehen können. Auch ich brauche mehr als nur Gott. Selbst in den glückseligen Momenten, in denen meine Seele und mein Geist von Gott erfüllt sind, wie ich denke, auch dann und gerade dann würde mir sehr viel fehlen, wäre ich nicht mit all dem beschenkt, was Gott mir gegeben hat. Gerade auch mit den Menschen, die er mir an die Seite gestellt hat. Ich wage sogar allen Ernstes zu sagen, selbst seinen ganzen schönen Himmel könnte sich Gott schenken, hätte ich im Himmel nichts und niemanden außer ihm. Das ist der Realismus der Teresa, denke ich. Wer Gott hat, dem fehlt nichts. Das kann nicht sagen wollen, dass einem Menschen, der Gott gefunden hat, nichts mehr fehlt. Diese beiden Zeilen wären dann nichts als einer der vielen frommen Gemeinplätze, die etwas behaupten, was der Realität nicht standhält. Gemeint kann hier nur eine Erfahrung ganz anderer Art sein. Und da kommen wir auf eine interessante Spur. Die Erfahrung oder die Ahnung wenigstens, dass mir erst dann, wenn es mir ganz um Gott geht, um ihn selbst, nicht um seine Hilfe, um ihn selbst, dass mir erst dann in meiner Einstellung nichts mehr fehlt. Bei aller Unvollkommenheit, in meiner Haltung ihm gegenüber nichts mehr fehlt. Hier erinnert sich Teresa daran, worauf es ankommt, dass es ihr in der Liebe zu Gott immer noch sehr viel fehlen würde, wenn es ihr nicht wirklich um Gott selbst geht. Erst wenn es mir in meiner Beziehung zu Gott eben nicht um die Frage geht, was mir genügt, was mir Erfüllung gibt, nicht um das Empfinden meiner Liebe zu ihm und seiner zu mir, nicht einmal um seine Hilfe aus der Not, in der ich stecke, sondern um ihn selbst, erst dann fehlt mir nichts mehr in meiner Liebe zu ihm. Zwar wird, wie gesagt, meine Liebe immer unvollkommen bleiben, aber erst dann ist es wirklich Liebe. Erst dann darf Gott Gott sein und erst dann bin ich der Mensch, den Gott ins Dasein rief, der von Gott zum Lieben, auch zum Gottlieben, liebesfähige, befähigte Mensch, selbst noch in großer Not. Ein eher unbekannter italienischer Autor aus dem 19. Jahrhundert, ein gewisser Bartolomeus del Monte, hat diese Haltung so auf den Punkt gebracht: Suche den Gott der Tröstungen, nicht die Tröstungen Gottes. Das ist genau das, sogar mit fast denselben Worten, sagt es auch Teresa, wenn sie davor warnt, geistliche Tröstungen haben zu wollen. Einmal schreibt sie, eine saubere Art, die Gottesliebe zu suchen. Ja. Das Quiena Dios tiene bedeutet ohnehin nicht, wer Gott hat oder gar wer Gott besitzt. Die Wendung a Dios gibt eine Richtung an, im Sinne von zu Gott hin. Ganz vokabelgetreu könnte man im Deutschen natürlich sagen, wer zu Gott hin hat, aber das ergibt nicht Sinn. Ich denke, im Kontext des gesamten Gedichtes betrachtet kann damit nur gemeint sein, wer zu Gott hin Aufmerksamkeit hat, wer sich zu Gott hinwendet, wer sich Gott selbst zuwendet. Ich glaube, das ist die Erfahrung Teresas im Letzten, die sich hier auch dann in diesen Versen ausdrückt. Es zeigt sich also im Kontext des Nada de Turba als Ganzem
und betrachtet auf dem Hintergrund des Gottes- und Menschenbildes Jesu, zu dem Teresa gefunden hatte, da sind die Missverständnisse nicht möglich, die das isoliert gebrauchte Solo Dios Basta suggerieren kann. Solo Dios Basta, diese letzte Zeile, ist dann die Zusammenfassung des Ganzen bis dahin Meditierten und meint, ja, Gott um seinetwillen suchen, seinetwegen lieben. Das erst ist genug, dann erst hast du genug getan, in Anführungsstrichen getan. Es zeigt sich also, das war für mich auch überraschend dann im Laufe der Zeit, als ich das in den vergangenen Monaten so versuchte, mich immer mehr damit zu beschäftigen, auch innerlich. Die eigentliche Aussage des Schlussverses besteht gar nicht darin, dass im Letzten nur Gott oder erst Gott die Erfüllung des Menschen sein kann. So richtig sie ist, der Autor des Nada de Torbe, wer immer es sei, hält sich bei dieser Wahrheit nicht auf. Ein Menschen wie ihn, der Gott gefunden hat, für ihn ist es ohnehin selbstverständlich. Er ruft sich eine Wahrheit in Erinnerung, die ihm viel wichtiger ist, nämlich, dass es nur genug ist in seinem geistlichen Tun, in seinem geistlichen Leben, wenn es ihm um Gott selber geht. Ich persönlich glaube, dass Teresa das Solo Dios Basta so verstanden und in diesem Sinne sich zugesprochen hat. Die andere durchaus auch bedenkenswerte Wahrheit, sich in die Seele zu sprechen, das wäre für sie, denke ich, viel zu banal. Diese Frau ging bei all ihrer Unvollkommenheit, aus der sie keinen Hehl macht, aufs Ganze. Ihr ging es um Gott, nicht um die für sie doch ohnehin selbstverständliche Wahrheit, dass nur er ihre letzte Erfüllung sein kann. Ich glaube, kleiner darf man von ihr nicht denken. In ihrem Herzen kann das Solo Dios Basta, das sie im Kontext des gesamten Gedichtes gelesen hat, nur so gemeint sein. Teresa, sagte sie sich dann, wenn sie auf ihren Zettel schaute, que nada te torbe. Solo Dios Basta, nur Gott um seiner selbst willen lieben, das ist genug. Denk an ihn, wende dich ihm zu, ihm in Person. Er selbst ist dein Halt. Und sie wusste, erst wenn es mir um Gott selbst geht, nicht um seine Hilfe, nicht um meine Erfüllung, dann wird er wirklich zur Hilfe. Dann finde ich in ihm wirklich Erfüllung. Mit Sören Kierkegaard gesprochen und auf den Punkt gebracht, der Helfer ist die Hilfe. Auf dem Zettel haben sie dann auch eine Übertragung, die ich so mir selber zurecht formuliert habe. Nicht, weil ich meine, gebe ich sie hier weiter, dass das die irgendwie bessere Übersetzung wäre, ganz und gar nicht, sondern ich will damit Ihnen ja die Anregung geben, versuchen Sie es doch selber mal eine Übersetzung zu machen. Und zwar nicht unbedingt jetzt genau mit den Vokabeln und so, sondern es geht letztlich um die Frage, welche Sprache versteht Ihre Seele? Ihre. Wie könnten Sie es Ihrer Seele sagen, dass es Ihrer Seele auch um das Anliegen geht, um das es Teresa ging? Gott um seinetwillen lieben, erst das ist genug. Ich glaube, das ist die Botschaft Teresas und ihres Bruders Juan, ihre Kernbotschaft überhaupt. Und ich glaube, es ist eine Botschaft von geradezu prophetischem Charakter. Kein anderer spiritueller Impuls scheint mir gotteswürdiger, menschenwürdiger, auch für unsere Zeit notwendender, Kirche bildender im besten Sinne, der Ökumene zwischen den Konfessionen, Religionen und Weltanschauungen förderlicher zu sein als dieser. Gott seinetwegen lieben, darum geht's. Erst das ist genug. Für uns, viele von uns jetzt hier zu diesem Anlass, die Schwestern, Brüder und Laienkarmeliten im Orden Teresas, denke ich, muss das die wichtigste sogenannte karmelspezifische Botschaft sein, die wir mit den Kirchenlehrern Teresa und Johannes vom Kreuz heute in die Kirche und in unsere Weltgemeinschaft hinein zu sagen haben.